Hallo und willkommen, mein Name ist Vagonon Chumpway und heute klären wir die Frage, lohnt sich Dungreed? Dungreed ist ein Spiel von Team Hooray und lässt sich am besten beschreiben als ein etwas leichteres, etwas fröhlicheres Rogue Legacy, also ein Roguelite als 2D-Plattformer mit, wie gesagt, Roguelite-Elementen, aber sehr viel einfacher, sehr viel durchsichtiger und sehr fröhlich gestaltet. Bevor wir dazu aber kommen, ein ganz, ganz, ganz kurzer Blick ins Optionsmenü. Dort haben wir einmal Einstellungen für die Soundeffekte und für die Musik. Alles bitte relativ weit runterdrehen, denn das Spiel brüllt einen beim ersten Start doch ganz gerne an. Außerdem Fullscreen oder halt Fenstermodus und die verschiedenen Auflösungen, sowie die Sprache Englisch und Chinesisch. Ich will mich da jetzt nicht festlegen, ich kann es nicht lesen. Sowie einige Komfortfunktionen in Sachen Control-Settings, zum Beispiel, dass Dash in die Bewegungsrichtung geht oder aber, wenn man das nicht anklickt, eben in die Mausrichtung. Das sehen wir dann gleich. So wie es voreingestellt ist, ist auf jeden Fall am besten. Das kann man direkt schon mal vorweg sagen. Die Steuerung ist sehr gut durchdacht. Double Tap wäre ein Dash, also zweimal A oder zweimal D wäre entsprechend auch ein Dash, eine Möglichkeit. Aber rechte Maustaste funktioniert sehr gut. Joystick mit Aim-Support, ja, allerdings Gamepad, sprich das Xbox 360 Gamepad an der Stelle, steuert sich in dem Fall tatsächlich schlechter als Maus und Tastatur. Also wer das Spiel spielt, unbedingt zu Maus und Tastatur greifen, ansonsten wird's eine Qual. W zum Springen benutzen oder die Leertaste, hier als Alternative quasi angegeben, oder das nach unten drücken, um eben sich von einer Plattform abzuseilen. Ansonsten nach unten drücken, Leertaste ist auch eine Option. Ansonsten haben wir hier noch die Möglichkeit, Tasten zu verstellen, allerdings nur eine Taste für die Tastatur und die Maus ebenfalls festlegbar oder eben das Gamepad. Wichtig, wenn man jetzt keine Querz- oder Query-Tastatur hat, sondern vielleicht das französische Bouton, dann wird das Ganze etwas schwieriger zu spielen sein. Dann müsste man eventuell die Systemsprache umstellen, um das Spiel spielen zu können. Denn WASD lässt sich nicht umbelegen und gerade bei zum Beispiel einer französischen Tastatur kann man dann das Spiel nicht mehr spielen. Nicht so gut, das wird hoffentlich noch nachgepatcht. Wird auch die wenigsten betreffen in dem Fall, aber sollte trotzdem mal kurz angesprochen werden. So, gut, dann haben wir das schon. Wir haben 3 Save-Slots. Hier haben wir jetzt einen, in dem ich jetzt schon 2 Stunden spiele und bis zum Floor 7 gekommen bin. Wir schauen einmal rein. Die Ladezeiten gehen zum Glück sehr, 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 sehr schnell. Hier, das war schon nicht geschnitten an der Stelle. Und wir starten in einem Dorf. Wir sind dieser Abenteurer, der den Geheimnissen des Dungeons nachgeht, der in einem Dorf aufgetaucht ist und alle Menschen hier verschlungen hat. Ein paar Leute haben wir schon gerettet, das sehen wir hier jetzt entsprechend an den Punkten. Und die geben uns verschiedene Boni. Zum Beispiel dieser nette Herr hier gibt uns immer ein zufälliges Item, was uns für den Dungeon helfen kann. Hier haben wir die Händlerin, bei der wir auch vorweg schon mal so ein bisschen Ausrüstung holen können. Wenn ich mir das jetzt so ansehe, dann möchte ich eigentlich ganz gerne das Katana haben. Rechtsklick einmal kaufen, das geht ganz fix. Das Item, was wir geschenkt bekommen haben, können wir leider nicht verkaufen. Da, are you trying to sell the item that others gave you? Really? Also das Spiel weiß schon, wie es seinen Humor anstellen möchte. Mit der rechten Maustaste, das hat man jetzt schon gesehen, der Dash, entsprechend in die Richtung, in die wir gucken. Und dann außerdem noch, das hat hier die Levelanzeige. Ich bin Level 18, habe 110 Lebenspunkte. Hier die Karte und hier unten primäre und sekundäre Waffe. Hier ist der Builder des Dorfes. Hier lassen sich dann Gebäude kaufen für die einzelnen Leute, die man befreit. Hier sieht man zum Beispiel, fehlt noch einer. Wenn wir die entsprechende Person dazu gerettet haben, können wir beim Builder das Gebäude bestellen und haben dann die Möglichkeit, auch was zu benutzen. Dazu zählt jetzt auch Shop und eben der, der uns kostenlos ein Item gibt. Oder hier, wo wir unser Level eintauschen können gegen Erfahrungspunkte. Hier sieht man mein Bild in dem Augenblick. Es gibt 5 verschiedene Objekte oder Schreine hier, in die man investieren kann. Jeweils für verschiedene Punkte, die man investiert hat, gibt es dann noch zusätzliche Boni, wie zum Beispiel bei Greed. Zum einen hat das unsere Lebensenergie erhöht. Man startet mit 80 Lebenspunkten ursprünglich. Ab 5 Punkten, die rein investiert wurden, gibt es 20% mehr Gold allgemein. Und hier kann man dann noch ein bisschen mehr essen. Zum Essen kommen wir auch gleich. Und Swiftness auf Level 5 gibt uns den Double Jump und außerdem die Möglichkeit, noch einen dritten Charge, wir haben ursprünglich nur 2, zu benutzen. Hier entsprechend kann man sich also so sein Bild ungefähr bauen, wie man am besten spielen möchte. Man kann auch, wenn man merkt, man hat sich verskillt, das Ganze resetten. Ansonsten kann man noch
bisschen quatschen, die Dialoge sind alle sehr lustig gestaltet und es gibt random People, die hier rumlaufen, sobald man einige Leute befreit hat, die keinen größeren Sinn haben, außer dass sie komisch aussehen. So, dann gehen wir doch mal in den Dungeon. Und nom! Der ist einfach so aufgetaucht und hat alle verschlungen, genau auf diese Art und Weise. Ham, nom, 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 nom. So, und jetzt hören wir schon die Musik, da hören wir hoffentlich gleich noch so ein bisschen mehr dazu, aber die ist auf jeden Fall sehr gut geraten schon mal, das kann man an der Stelle festhalten. Sie passt nicht unbedingt ins Spielgeschehen, man hätte natürlich was düster Atmosphärisches nehmen können oder allgemein einen etwas ernsteren Stil, es wurde aber immer irgendwas Rockiges, eher Chiptune-lastiges gewählt und vor allem etwas, ja, was auch immer einen fröhlichen Touch beinhaltet. Und man sieht jetzt schon, hier wird ganz fleißig gekämpft. Ich versuche einfach mal gut zu spielen, während ich hier nebenbei erkläre. Immer wieder in Räumen, wenn man alles ausgeräuchert hat, gibt es Kisten. Die sind sehr, sehr großzügig verteilt. Man befindet also sehr, sehr viele Items. Hier in dem Fall Mirror of Mummy. Poison's Enemy attacking you plus 10% Poison Attack. Poison Resist. Also jetzt alles, was wir angreifen, vergiften wir gleichzeitig. Sehr schönes Item. Hier sieht man nochmal primäre Waffe, man bekommt immer das Kurzschwert, allerdings keine besonders gute Waffe, wie man sich denken kann. Und in dem Fall haben wir uns noch das Katana vom Händler dazu gekauft und haben halt noch kostenlos das Bambusschwert erhalten, was jetzt in dem Fall für uns nicht wirklich nötig ist. Verkaufen können wir es auch nicht, also können wir es einfach zerstören lassen. So, um wieder ein bisschen Platz im Inventar zu schaffen. So, mit C kann man außerdem noch sehen, wie die aktuellen Statistiken aussehen. Alles hier wird mehr oder weniger gut aufgeschlüsselt. Dinge wie XP, die es auch im Spiel gibt, werden immer so ein bisschen geheim gehalten. Es gibt zwar Level-Ups für entweder eine beendete Runde durch Tod oder eben eine beendete Runde durch wir verlassen den Dungeon. Auch das ist eine Möglichkeit. Und da hat man gerade den Gift-Effekt gesehen. Scheint nicht immer hundertprozentig zu funktionieren, aber er ist auf jeden Fall gegeben. Ja, es gibt auf jeden Fall XP und so richtig kann man das nicht festmachen. Aber es ist dennoch so, dass man eigentlich nach jedem Run irgendeinen Erfolg hat. Entweder man hat einen Menschen gerettet, hier diese Person kann man nicht retten. Horika ist auf jeder Ebene des Dungeons vertreten und versorgt uns mit Essen. Und das Essen ist zum Beispiel entweder da zur Heilung oder aber um verschiedene Buffs, die über einen Run anhalten, uns zu geben. In dem Fall jetzt zum Beispiel das Fried Egg, was ich auf jeden Fall immer mit esse, was uns 17% Gold Drop erhöht. Klicken einmal mit Rechtsklick drauf, bekommen unser Essen serviert und essen es auf. Sehr schön übrigens das Detail, dass man jedes Essen hier auch sieht. Also nicht nur das Menü, sondern man hat hier tatsächlich noch so eine kleine Taverne gepixelt mit entsprechendem kleinen Lichtschein. Sehr viele Details in dem Spiel. Sehr schön. Hier unten ist die Anzeige der Sättigung. Man darf dieses Limit nicht überschreiten, sonst kann man sich nämlich keine weiteren Buffs dazu kaufen. Allerdings, solange man drunter bleibt, hier jetzt noch die Lebensenergie ein bisschen erhöht mit dieser Nahrung. Allerdings von Ebene zu Ebene nimmt das Ganze auch wieder ab. Das heißt, wenn man immer unter seinem Limit bleibt, kann man immer weiter neuere Buffs draufstacken und so seinen Charakter entsprechend seines Builds auch ein bisschen mächtiger machen. Ich kann vielleicht nochmal reingehen. Ich habe jetzt mich entschieden für mehr Lebensenergie und für Golddrops. Es gibt aber auch zum Beispiel eine höhere Crit-Chance, höhere Movement-Speed, Reload-Speed. Alles das ist möglich. Reload, da kommen wir dann auch gleich noch zu. Fernkampf und all die Dinge. Aber jetzt erstmal weiter im Geschehen. Man sieht schon, es hat wirklich so ein bisschen Anleihen von Rogue Legacy in seiner Aufmachung. Wir haben halt diesen 2D-Stil, das war nicht so gut gelungen, und laufen halt immer durch einen Dungeon. Wir müssen auch entweder sterben oder wir entkommen halt, indem wir Leaf Dungeon machen, aber das macht absolut keinen Unterschied. In beiden Fällen verlieren wir alle Items an den Dungeon. Und etwa 80-90% des Goldes, was wir hier gesammelt haben. Zu dem Punkt vielleicht noch die Ökonomie. Das wirkt anfangs ein bisschen komisch, denn gerade wenn man anfangs nur den Händler von hier kennt, der hat relativ hohe Preise. Wie wir jetzt aber schon gesehen haben, in der Stadt waren die Preise sehr viel niedriger. Es wirkt sehr, sehr komisch, denn in einem Run sammelt man halt locker mal 30.000, 40.000 Goldstücke an und kauft sich dann hier halt entsprechend Items für 2.000 bis 10.000 Goldmünzen und aufwärts, je nachdem, wie wertvoll das Item ist, was man haben möchte. Ich möchte jetzt gerne mit dem Bomb-Pouch noch spielen, denn nach jedem Dash lassen wir hier eine Bombe fallen, das heißt viele, viele Explosionen. Das ist sehr, sehr schön und achso, ich wollte den Throwing Dagger noch hier mit reinschmeißen, damit wir eine Fernkampfwaffe haben. So, also wie gesagt, hier eine ganz andere Ökonomie im Dungeon und auch das Gebäude basteln kostet entsprechend einige tausend,
aber es geht auf. Also in den ersten zwei Runden denkt man sich vielleicht noch so, hä, was ist das für eine Ökonomie? Das ist doch voll unfair, wie das geregelt ist. Aber es geht perfekt auf. Man kann entweder das Dorf weiter ausarbeiten, wenn man möchte. Ein Blunderbuss, den wollte ich schon immer mal ausprobieren. Nehmen wir uns den gleich, da können wir noch ein paar mehr Mechaniken gleich noch erwähnen. Und die Ökonomie im Dungeon selber ist auch nochmal eine Welt für sich, geht aber ebenfalls so auf. Und jetzt, wo wir hier sind, vielleicht mal ganz kurz ein bisschen was zum Kampf an sich. Wie fühlt der sich denn an? Der fühlt sich sehr gut an. Man merkt schon, man hat immer so einen leichten Screenshake bei Angriffen, die ausgeführt werden. Dadurch ist so eine gewisse Wuchtigkeit in den Angriffen und das bei egal welcher Waffe. Gut, hier haben wir jetzt keinen Screencheck, aber auch das fühlt sich sehr wuchtig an, wenn wir das gegen die richtigen Gegner einsetzen, denn die Waffe ist relativ mächtig. Außerdem, je nachdem, was man benutzt, es lohnt sich wirklich, alle Items mal durchprobiert zu haben, denn sie spielen sich doch sehr verschieden. Hier in dem Fall kann ich jetzt einfach gedrückt halten, das Wurfmesser, und bekomme entsprechend 3 Angriffe, 3,13 um genau zu sein, Angriffe pro Sekunde. Hier kann ich so schnell, wie ich eben klicken kann, hintereinander Angriffe ausführen, muss dafür aber eine Reload-Time in Kauf nehmen. Und das kann ich entweder leer machen und mache das automatisch. Oder wenn ich die Zeit habe, lasse ich den Reload einfach durchlaufen, während ich laufe, indem ich auf R drücke und den manuell mache. Den Altar kann man erst aktivieren, wenn man den entsprechenden NPC freigeschaltet hat. Auch der gibt nochmal Buffs. Und diese kleinen Mümmeltore hier, die wir überall haben, die bringen uns als Schnellreise innerhalb einer Ebene voran. Auch das ein sehr, sehr, sehr nützliches Feature. Denn so spart man sich eine ganze Menge Zeit, durch bereits durchgelaufene Räume hindurchzugehen. Max HP reduced. Ja, das ist absolut okay. Das Dimensionsschwert, das möchte ich mir doch glatt mal angucken. Ein sehr, sehr viel größerer Radius als das Katana, wenn ich das richtig sehe. Und wie viel Schaden? 2 bis 15 gegen 15 bis 19. Dafür aber sehr viel besser zu spammen. Wir probieren es einfach mal aus. Ja, doch. Ich bin jetzt nicht so der, der das unbedingt spammen muss. Ich werde wieder aufs Katana zurückwechseln. Aber auch das hat definitiv seine Berechtigung. Und das ist das Schöne an den Waffen. Alle haben ihre Berechtigung. Man muss die Waffen wirklich alle mal ausprobiert haben. Denn manche, wie hier, erzeugen halt pro Klick einen Angriff. Andere haben Damage on Touch, so lange wie sie eben berührt werden. Gerade Großschwerter haben das öfter mal, dass man da einfach sagen kann, okay, man schwingt einmal. Und wenn der Gegner richtig schön nah dran ist, dann kostet denen das halt eben auch den Schaden 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal. Wenn er träge ist oder nicht rausgekickt wird, kann da so ein Großschwert ordentlich Schaden machen. Genauso der Blunderbuss funktioniert anders als zum Beispiel die Wurfmesser. Hier haben wir einen relativ gezielten Schuss mit relativ vielen Projektilen, die alle auch auf kurzer Distanz viel Schaden verursachen. Hingegen das Wurfmesser funktioniert sehr viel weiter, hat aber einen gewissen Spread. Das heißt, je weiter das Ziel entfernt ist, desto kleiner ist die Treffsicherheit damit. So, weiter geht's in Ebene 2. Wie gesagt, die Kisten sind sehr großzügig verteilt. Ein Scamshare habe ich auch noch nicht ausprobiert. Wir schauen einfach mal, was es macht. Auch wieder eine Art Kurzschwert. Okay, wir bleiben weiter beim Katana. Und wir wollten eigentlich mal hier mit ein bisschen spielen. Okay. Ah, Piercing Damage. Sehr schön. Beziehungsweise einfach die Möglichkeit, mehrere Gegner zu treffen mit dem gleichen Projektil. So, im Shop angekommen, dann verkaufen wir, was wir nicht brauchen. Dazu wäre dieses Spam-Schwert hier. Du auch. Und dich könnten wir eigentlich zerstören, denn gerade das Kurzschwert kann man auch nicht verkaufen. Aber immerhin. Gut. Was es sonst noch zu sagen gibt, es gibt 4 Ausrüstungsgegenstände, die habe ich jetzt noch nicht angesprochen, die das Bild unterstützen. Hier in dem Fall zusätzliche Verteidigung durch die Bomb-Pouch und eben beim Dashen eine Bombe, die fallen gelassen wird, die auch einen relativ großen Radius hat. Man sieht zwar nur die Animation bis hier, aber der Wirkungsbereich geht ungefähr bis dahin, wo ich gerade stehe. Alles auf jeden Fall wert, es auszuprobieren. Wenn man eine Waffe noch nicht kennt, unbedingt mal anlegen, unbedingt einfach mal ausprobieren, denn es könnte dem eigenen Spielstil dienlicher sein, als es vielleicht vom Namen her oder vom Gefühl erstmal den Eindruck macht. So. Die Gegner sind oder wirken vielleicht anfangs jetzt nicht so unterschiedlich, spielen sich aber auch alle angenehm verschieden. Es braucht verschiedene Taktiken, um sie fertig zu machen.
Und das Beste, in den meisten Fällen gibt es kein Damage on Touch. Es gibt einige Gegner, die Damage on Touch haben, also bei Berührung Schaden verursachen. Aber die meisten müssen einen Angriff ausführen und der wird vorher auch gut gezeigt. Hier zum Beispiel sehen wir gleich, wie er ausholt. Oder hier nochmal, zack, es kommt eine ganz leichte Ausholanimation. Wir haben nochmal ein bisschen Zeit, um auszuweichen. Genau dasselbe mit euch. Ihr spannt euren Bogen und bleibt dann an einer Stelle verharren. Die Kollegen hier haben Damage on Touch, sind aber glücklicherweise One-Hit-Kills. Oh, weg mit dir. Und lassen einen halt auch entsprechend sehr früh schon mal sehr, sehr mächtig erscheinen, was auch wirklich angenehm ist. So, was haben wir denn hier? Okay. Zwei kurze Schuss hintereinander und eine relativ kurze Reload-Time. Und 11 bis 13 gegen 24 bis 27. Ich glaube, ich bleibe beim Blunderbuss in dem Fall, aber auch die Waffe hat im entsprechenden Bild halt seine Daseinsberechtigung. So, wir sind wieder beim Shop. Wir gucken mal und sehen schon, die Sättigung ist auf 12 reduziert worden. Das heißt, ich kann meinen Golddrop jetzt auf plus 22 erhöhen, indem ich nochmal Spiegeleier esse. Und ich könnte außerdem nochmal plus 15 Health dafür bekommen. Und schauen wir mal. Ich habe auf jeden Fall noch das. Mache ich einmal den Heal voll. Ja. Und da sind wir wieder auf einer ganz angenehmen Ebene zurück. Das, was mir jetzt die verfluchte Truhe als Debuff gegeben hat, ist hier in dem Fall schon wieder ganz gut ausgeglichen. Wie gesagt, mein Bild basiert halt hauptsächlich auf viel Gerenne, vielen Lebenspunkten und wenig Verteidigungswert. Ich wünsche mir noch eine andere Nahkampfwaffe, da habe ich bis jetzt nichts Optimales gefunden. Aber man soll ja nicht meckern. Denn wie gesagt, alle Waffen sind im Spiel irgendwie wertig und man kann aus allem irgendwas machen. Man kann sich zwar ein Bild zusammenbasteln und das schon vor dem Run, indem man entsprechende Items kauft beim Händler und eben durch das Aufsteigen beim Trainer, der so ein bisschen aussieht wie Sephiroth. Und dann kann man aber auch innerhalb des Dungeons sich ein Bild für den aktuellen Run zusammenstellen. Komplett abhängig, was man halt so für Items bekommt. Und alles dabei entsprechend valide Optionen. Es gibt kein wirkliches Objekt, was keinen Sinn erfüllt, auf die eine oder andere Weise. Es gibt zwar entsprechende Objekte wie hier, die nur passive Buffs bringen, wie eben mehr Lebenspunkte, mehr Angriffskraft und so weiter, aber halt auch viele Dinge, die zusätzlich Action machen, wie halt die Bomb-Pouch oder eine grüne Fledermaus, die Projektile verschießen kann. Wir schauen mal, was kommt. Oh, wenn man vom Teufel spricht. So, ich bleibe auf Speed, das klingt falsch, aber wir nehmen uns die Fledermaus und wenn ich jetzt angreife, schießt sie entsprechend unsere Angriffsgeschwindigkeit auch noch Projektile. So, der Dungeon war interessant, eine einfache lange Reihe. Und wie gesagt, diese Tore hier ein sehr schönes, zeitsparendes Feature. Und jeweils nach zwei Dungeons-Levels kommen wir zu einem Endboss. Und jetzt kommen wir nochmal zu einer Sache. Zum einen die Grafik. Pixelart, wie man schon gesehen hat, sehr grobkörnig. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Aber wenn man den Spielstil nicht mag, beziehungsweise den Grafikstil nicht mag, trotzdem spielt es sich angenehm flink und vielleicht nicht unbedingt so, wie man es anfangs erwarten würde. Wenn man Roguelite noch hört, da hat man ja so seine Erwartungen erstmal, aber das hier spielt sich sehr flott und ist wirklich auf Spaß ausgelegt. Und zum anderen die Musik, die hören wir jetzt gerade nicht, aber wir gehen mal zum Boss und dann hört doch mal rein, wie geil die Musik eigentlich ist. Nicht so unbedingt zur Atmosphäre passend, aber auf Spaß ausgelegt. Los geht's.
Man hat schon gesehen, sehr mächtige Attacken, auf jeden Fall vom Aussehen her. Und auch ordentlich Wumms von der eigenen Seite her. Die Soundeffekte sind klasse und dieses Schwert hier ist übrigens der Hammer, deshalb werde ich es gleich benutzen und zeigen, was ich mit verschiedenen Arten von Schwertern bzw. von Nahkampfwaffen meine. Aber die Musik macht einfach eine gute Laune. Es hat so ein bisschen was von einem Anime-Intro und der Kampf macht sehr viel mehr Spaß. Man hat schon gesehen, jetzt gerade meine Item-Kombination war gegen den Boss vielleicht nicht unbedingt optimal, aber trotzdem war es möglich und dieser Boss sieht obendrein extrem mächtig aus, obwohl er halt wirklich noch der Schwächste aus der ganzen Reihe ist. Da kommen noch einige heftigere auf einen zu. Und entsprechend nach dem Boss eine Veränderung im Design der Levels, denn das soll ja schließlich auch nicht langweilig werden. Wir sind jetzt in der Eiswelt, danach käme ein Sumpf als Welt, also auch hier entsprechend sehr viel Möglichkeiten. Und man sieht schon, das Vinesword ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als das Katana. Es schwingt halt sichtbar und macht nicht nur einen superschnellen Schlag. Und immer wenn sich der Charakter in der Hitbox, also der gegnerische Charakter in der Hitbox des Schwerts befindet, gibt es halt nochmal einen saftigen Bonusschaden dazu. Und damit machen wir sehr viel kürzeren Prozess mit Feinden als auf andere Weise. Dafür aber auch ein Zweihandschwert. Gut, jetzt haben wir es nochmal bekommen gerade. Macht erstmal sehr wenig Damage mit 2 bis 4, also wirkt wie eine schwache Waffe, aber deshalb, wie schon gesagt, man muss es dringend mal ausprobiert haben, jede einzelne Waffe. Denn eventuell funktioniert sie doch ein bisschen anders, als man sich das erstmal nur aus den Statuswerten ableiten kann. Und das lädt zum Experimentieren ein. Und das ist in diesem Spiel nicht nur von Vorteil, sondern macht obendrein auch noch Spaß. Es gibt ja doch irgendwann so den Moment, wo man in Shootern zum Beispiel seine festgelegte Waffe hat, die man halt immer benutzt, weil sie funktioniert halt entsprechend. Man weiß, damit hat man am besten Chancen, entweder halt, weil man eher so der Schrotflintentyp ist, der alles auf kurze Distanz erledigt, oder eben der SMG-Typ, der auf Feuerstöße steht. Hier lässt sich mit allen Waffen relativ gut umgehen. Klar gibt es da nochmal Unterschiede, ob man jetzt eher auf Nahkampf oder eher auf Fernkampf gehen möchte. Aber erstmal fühlt sich keine Waffe grundsätzlich nutzlos an. So. Was ist denn nun Ziel des Spiels? Vielleicht das mal noch ganz zum Schluss. Zum einen natürlich die Dorfbewohner retten, die übrigens auch immer wieder mal auf früheren Dungeon-Ebenen sein können. Das heißt, man muss sich nicht immer weiter nach vorne kämpfen, um entsprechend mehr freizuschalten. Plus 8 Power gegen... Warte mal. Nein. Gut, das lassen wir einfach mal so, wie es ist. Man muss nicht immer weiter nach vorne kommen im Spiel, um irgendwie Progress zu machen, sondern man hat auch mal Erfolg, vielleicht in der ersten oder zweiten Ebene, auch wenn man schon ein paar Stunden gespielt hat und findet dort zufällig wieder einen Bewohner, was auf jeden Fall sehr motivierend ist. Und zum anderen hat man halt Items, die zusätzlich noch spawnen. Also je nachdem, was man so erledigt hat, wir haben einen neuen Boss gelegt zum ersten Mal oder wir haben einen neuen Charakter, sein Haus gegeben, kann man so sagen. Ja, doch, ich denke, das kann man so sagen. Dementsprechend erweitert sich das, was man im Dungeon an Objekten finden kann, auch nochmal. Und auch nicht so, dass man sich dann denkt, jetzt ist aber hier nur noch ganz viel Stuss dabei und meine Lieblingswaffe zu kriegen, das wird jetzt total schwierig. Das wird sowieso negiert dadurch, dass man in Shops relativ viel finden kann und auch relativ viele von den Uncommon Weapons, wie man hier sieht. Zum anderen hat jede Waffe und jedes Objekt seinen einzigartigen Nutzen und seinen einzigartigen Stil. Das haben wir jetzt alles schon mal gesagt. Also unbedingt experimentieren. Gut, so, das ist jetzt blöd, dass es hier kein Tor ist. Das heißt, wir müssen doch mal ein bisschen laufen. Aber gut, auch das passiert. Im Normalfall sind die Tore ja relativ gut auseinander. Aber was ich jetzt vielleicht noch mache, um das Ganze einmal zu zeigen, wir verlassen den Dungeon freiwillig. Alles ansonsten wäre natürlich noch der Tod ein Ausweg. Hier sieht man noch die Activity Belial Killed. Und wir sind 19 Minuten im Dungeon gewesen. Wir gehen dann mal raus. Und wurden geschlagen. Und was jetzt passiert? Defeated by Escape. Zum einen kriegen wir hier unten den XP-Balken, der sich füllt. Wie gesagt, XP. Irgendeine arbitrary Nummer. Irgendwas total Sinnfreies. Aber auf jeden Fall gibt es immer irgendwas, was man dazu bekommt. Dann wird einem
eine ganze Menge an Gold geklaut, aber man hat doch immer noch ein bisschen was in der Rückhand. Sieht halt, wie lange man gespielt hat. Und sämtliche Items werden auch geklaut. So, dass man halt doch wieder den nächsten Run von vorne starten muss. Was ein bisschen schade jetzt ist, weil jetzt hatte ich gerade gute Ausrüstung. Aber ich wollte noch mal kurz im Dorf zeigen, was jetzt ist. So, hier bekommen wir von ihm ein zufälliges Item. Und dieser Stab ist ziemlich, ziemlich geil. Man sieht schon, okay, das dreht sich nur, macht aber ähnlich wie das Vinesword gerade eben eine ganze Menge an Schaden. Ist also nicht zu verachten. Das Black Rose Sword ist relativ ähnlich zum Vinesword. Das kann ich an der Stelle vielleicht noch verraten. Hier auch nochmal die Ökonomie. Es ist ein bisschen anders, aber wir haben ja auch weniger Geld zur Verfügung. Das heißt, man kann sich schon seinen Charakter sehr gut ausrüsten mit dem, was man hat, oder benutzt das Geld eben, um das Dorf auszubauen, wenn man einen neuen Charakter freigeschaltet hat. Außerdem sind wir jetzt von Level 18 auf Level 19, also gehen wir hier rüber und legen noch einen Punkt hier rein, denn ich möchte gerne den Magic Shield mehr freischalten. Ja. Und jetzt geht das Ganze immer so weiter, bis wir dann doch irgendwann mal am Schluss des Dungeons angekommen sind, dem Geheimnis auf der Spur gekommen sind, warum das Ding hier aufgetaucht ist, die Quelle allen Bösen finden und die Quelle allen Bösen kaputt machen, um das Spiel zu gewinnen. Das Ganze soll dabei nicht so lang dauern. Ich habe jetzt gelesen, so irgendwas um die 5 bis 6 Stunden ist es möglich, das Spiel bis zum Ende durchgespielt zu haben. Hier sieht man jetzt, wie der Stab funktioniert. Man kann ihn einfach wunderbar gedrückt halten und verteilt eine ganze Menge Schaden. Dann gibt es auch nochmal in verschiedenen Qualitäten. So. Aber ich denke, wir haben alles Wissenswerte zu dem Spiel erklärt. Wenn man also auf Jump'n'Runs steht, auf Roguelikes steht, vielleicht halt ein Fan von Rogue Legacy war, aber doch etwas sucht, was ein bisschen weniger hart ist, sondern eine einfach spaßige Erfahrung und nicht so sehr auf Herausforderungen ausgelegt. Nicht falsch verstehen, das Spiel ist herausfordernd, man muss sich durchaus anstrengen, um zu spielen. Ich hätte jetzt beim Bosskampf auch jeden Augenblick locker verlieren können, da ich mich nicht besonders gut konzentriert habe an der Stelle. Aber es ist doch sehr viel einfacher als Rogue Legacy. Es ist auf jeden Fall sein Geld wert. Ich würde auch nicht unbedingt auf einen Sale warten oder so, sondern wer Roguelikes mag, wer Jump'n'Runs mag, der hat mit dem Spiel hier gut seine Freude und es ist wirklich eine Suchtspirale. Noch ein Dungeon Run und noch ein Dungeon Run und noch ein Dungeon Run ist wirklich keine so seltene Überlegung in dem Spiel. Damit würde ich jetzt sagen, was das für dieses Video. Mein Name ist Vaganon Jumpway. Bis zum nächsten Mal.